Hallo und herzlich willkommen zurück zur theoretischen Informatik. Weiter geht's mit deterministischen endlichen Automaten. Habe ich euch ja letztes Video versprochen. Ich habe euch letztes Mal gezeigt, wie man reguläre Sprachen aufstellen kann und was reguläre Sprachen überhaupt sind. Und ja, tatsächlich kann man jede reguläre Sprache mit einem sogenannten deterministischen endlichen Automaten darstellen. Ja, eigentlich eine coole Sache und sieht deutlich anschaulicher aus als so eine komische Grammatik. Häufig wird auch in den Übungen oder in Klausuren oder so verlangt, dass ihr zu einer Sprache einen Automaten macht oder eben umgekehrt. Und das möchte ich heute eben euch jetzt mal zeigen. So, wir haben letztes Mal, das hier unten könnt ihr ignorieren, wobei, nee, lasst uns die hier unten nehmen, nicht die da oben. So, lasst uns das hier nehmen. Und zwar kommt hier eine 0 oder eine 1. Einmal mindestens, aber so oft wie wir wollen. Danach kommt eine 1 und danach kommt eine 0 oder 1 so oft wie wir wollen. Auch 0 mal erlaubt. Naja gut, okay. Wo war das Ganze hier? So, also ein Automat ist sozusagen auch ein Graph, mehr oder weniger. Und deswegen braucht er zunächst einmal einen Eintrittspunkt und einen Austrittspunkt. Und das versuche ich jetzt hier erstmal. So, perfekt. Das ist sozusagen unser Startzustand. Den nennt man meistens Q0. Ich nenne ihn einfach mal 0. Lasst euch davon nicht irritieren, das ist kein Ausgabewert, sondern einfach, ich habe keine Möglichkeit irgendwie in Indexen hier gerade so ohne Probleme zu schreiben. Okay, also das ist unser erster Zustand. Hier fangen wir an. Und dann gibt es weitere Zustände. Ich mache die einfach mal so hier. Also der erste Zustand hier ist rund gemacht, die anderen mache ich hier so eckig. Zudem, also das hier ist definitiv nicht unbedingt zwingend, normalerweise sind alle Zustände rund. Das könnte ich eigentlich tatsächlich mal machen. Warum eigentlich nicht? Ich mache einfach alle Zustände rund. So. Und jetzt gibt es folgende Möglichkeiten. Also ich will nur gucken, ob ich eine Sprache akzeptiere oder nicht. Es gibt keine Ausgabe, sondern ich gucke nur, ist das Wort in meiner Sprache oder ist es nicht drin. Also zum Beispiel werde ich jetzt hier sagen, das Wort 0 ist nicht in meiner Sprache drin, denn ich brauche erstmal eine 0 oder eine 1 und dann brauche ich eine 1. Das heißt, das Wort 0 ist nicht drin, aber zum Beispiel 0, 1 wäre in der Sprache. Das heißt, es würde von unserem Akzeptor oder auch endlichen Automaten, wie ich es genannt habe, würde es akzeptiert werden. So, und jetzt mache ich hier mal so ein paar Pfeilchen hin und ihr schaut einfach mal, ob ihr mir folgen könnt. Okay. So, ich habe hier die Möglichkeit, eine 0 zu lesen. Also ich schaue quasi immer, was ist in meinem Eingabewort und dann argumentiere ich, naja, wenn das nach dem gekommen ist an dieser Stelle, dann ist das und das passiert. Okay, dann kann ich natürlich auch noch eine 1 lesen. Das ist meine zweite Möglichkeit. Und das kann ich übrigens bei jedem Wort machen. Ich fange hier einfach an. Gut. Es gibt sozusagen akzeptierende Zustände und es gibt nicht akzeptierende Zustände. Also in unserem Beispiel wäre jetzt hier eben ein akzeptierender Zustand wäre für 0 und 1 nötig, aber ein nicht akzeptierender Zustand wäre zum Beispiel der hier. Denn der kann ich akzeptieren, weil noch keine 0 oder 1 gekommen ist, weil da einfach das leere Wort quasi ist. Wenn ihr ein leeres Wort akzeptieren wollt, dann ist der Zustand auf jeden Fall zwingend akzeptierend. Ich werde hier einfach, also normalerweise macht man einfach zwei Kreise um diesen Zustand rum. Ich werde sie einfach anders färben. Also man hat da normalerweise ja auch keine Farben in diesen Zuständen drin, sondern normalerweise sind es einfach Kringel mit halt dem Namen von dem Zustand drin. Und ich werde jetzt hier einfach mal sagen, okay, die nicht akzeptierenden sind blau und die akzeptierenden machen wir so. Oder irgendwie anders farbig halt. Gut, dem gebe ich den Namen 1. Dem hier gebe ich den Namen 2. Und wenn ich jetzt hier eine 0 gelesen habe, naja gut, eine 0 sollte das akzeptieren. Sekunde, ich muss kurz gucken, wo ist es denn? Hier ist es. Naja, wenn ich eine 0 gelesen habe, dann habe ich immerhin schon mal diese Klammer hier befriedigt. Das Plus hier zumindest. Aber ich habe immer noch diese 1 hier nicht gelesen. Das heißt, ich habe ein Problem. Okay, also machen wir weiter. Also der Zustand hier ist nicht akzeptierend. Der hier, naja gut, ich habe eine 1 gelesen, aber ich muss zuerst mal, wo ist es? Hier. Ich muss zuallererst
eine 0 oder eine 1 lesen und danach muss ich in jedem Fall noch eine 1 lesen. Das heißt, der Zustand kann auch noch nicht akzeptiert sein. Okay, das heißt, wir machen weiter. Naja gut, dann ziehe ich mal hier noch so zwei Dinger hin. Okay, jetzt kann ich hier natürlich eine 0 lesen oder eine 1 lesen. Wenn ich eine 0 lese, dann passiert ja Folgendes hier. Ich zeige es euch gerade mal. Ich lese eine 0, aber ich muss auf jeden Fall irgendwann noch eine 1 lesen. Das heißt, solange ich eine 0 lese, bin ich immer noch in dieser ersten Schleife hier. Denn hier können ja so viele Nullen kommen, wie ich möchte. Aber irgendwann muss eine 1 kommen, damit das Ganze akzeptiert wird. Hier hinten dran werde ich einfach alles akzeptieren. Also wenn ich da diese 1 gelesen habe, dann ist okay. Aber bis ich diese 1 nicht gelesen habe, dann kann ich nichts machen. Das heißt, ich werde hier sagen, okay, geht das hier irgendwie? Ja, es geht. Sehr schön. Wenn ich eine 0 lese, dann lande ich einfach wieder in dem... das muss jetzt nicht sein, oder? So, wenn ich eine 0 lese, dann lande ich einfach wieder im selben Zustand. Weil ich kann diese 0 unendlich oft lesen, aber ich werde niemals durch das Lesen von dieser 0 in einen akzeptierenden Zustand kommen. Wenn ich hingegen diese 1 lese hier, dann bin ich fertig. Dann ist okay. Ich habe hier was gelesen und den brauchen wir eigentlich gar nicht. Und was macht der Pfeil jetzt hier? Okay. Ich habe diese 1 gelesen und ich habe vorher schon eine 0 gelesen. Das heißt, ich zeige es euch. Hier, diese Klammer habe ich durch die erste 0 bzw. die unendlich vielen 0, die davor gekommen sein könnten, die ich durch diese Schleife hier modelliert habe, die können dadurch befriedigt worden sein. Dieses Plus hier sagt einfach, ich darf unendlich viele von diesen Nullen lesen. Und diese 1, die ich danach unbedingt haben wollte, die kam auch. Und danach können noch Nullen oder Einsen kommen, so viel wie wollen. Also ist okay. Ist uns im Prinzip egal, aber der Zustand hier ist auf jeden Fall akzeptiert. So, was nehmen wir denn jetzt hier schön? Jetzt nehmen wir doch das hier. So. Hier habe ich eine 1 gelesen. Naja gut, was mache ich, wenn ich jetzt eine 0 lese? Na, das Problem ist Folgendes. Es muss zuerst eine 0 oder eine 1 kommen und danach so viele... danach, es kann kommen, was will, aber eine 1 muss danach noch kommen. Aber es darf nicht die erste 1 sein hier. Es muss nach der ersten 1 muss noch eine kommen. Das heißt, wenn ich jetzt hier eine 0 lese, dann bin ich genau hier. Dann habe ich im Prinzip auch nichts gewonnen, weil ich brauche danach noch diese 1. Die erste 1 zählt ja dafür nicht. Aber wenn ich jetzt hier danach eine 1 lese, dann habe ich es geschafft. Dann bin ich fertig, dann habe ich, das Wort gefunden und das Wort wird akzeptiert. Wenn ich jetzt aber hier die 0 lese, dann kann ich noch unendlich viele weitere Nullen lesen und ich bin immer noch nicht weitergekommen. Weil ich diese letzte 1, die wir hier unbedingt haben wollen, die hier, die habe ich noch nicht gefunden. Und deswegen laufe ich hier quasi in dieselbe Schleife rein, wie wenn ich vorher die 0 gelesen hätte. Während wenn ich die 1 gefunden habe, dann bin ich hier und akzeptiere. Und hier hinten dran kann kommen, was will. Hier kann ich eine 1 oder eine 0 lesen. Das ist keine 1,0, sondern eine 1 oder eine 0. Und der braucht noch einen Namen. Nennen wir ihn 3. Und werde immer akzeptieren. Und das ist jetzt sozusagen unser eigener endlicher Automat für diese Sprache, die wir im letzten oder eigentlich dieses Mal gemacht haben, hier akzeptiert. So, für das hier ist es ein bisschen trivial, deswegen habe ich die hier nicht genommen. Zu der Grammatik gibt es eine total simple, einen total simplen Automaten. Ich zeichne ihn euch gerade mal an. So, und dann haben wir hier, Sekunde, das. Und wir haben das hier. Naja, was soll das bedeuten? Es wird einfach alles akzeptiert. Also ich kann eine 0 lesen, ich kann eine 1 lesen, ich kann aber auch direkt beim Epsilon schon aufhören. Es wird einfach alles akzeptiert. Also das hier ist quasi der ultimative Akzeptor. Das hier wollte ich nicht machen. So. Ja, ich hoffe, ihr habt verstanden, wie das Ganze funktioniert. Nächstes Mal zeige ich euch einen nicht-deterministischen Automaten. Ja, der im Prinzip genau das gleiche kann, nur ein bisschen einfacher zu zeichnen ist. Okay, dann hören wir uns beim nächsten Mal und bis dorthin, falls ihr Fragen habt, schreibt sie in die Kommentare. Falls ihr sonst irgendwelche Anmerkungen habt, auch gerne und kommentiert, liked oder abonniert. Und wir hören uns. Bis dann. Ciao, ciao.